Neben dem normalen Moto G4 bringt Lenovo noch eine leicht verbesserte Variante seines Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Das Moto G4 Plus unterscheidet sich in drei Punkten von seinem Schwestergerät. Zum einen ist unten an der Front ein Fingerabdrucksensor verbaut. Der kann bis zu 5 Finger des Nutzers registrieren und ist darin auch relativ flott. Der Sensor nutzt die Android 6.0 eigene API und kann neben Bezahlfunktionen und dem Ersatz für Passwörter in Apps natürlich auch zum Aufwecken des Geräts aus dem Standby verwendet werden. Dabei ist unerheblich, in welchem Winkel der Finger aufgelegt wird, wenn er erst einmal registriert ist. Im Gegensatz zu anderen Geräten kann der Scanner aber nicht als Homebutton verwendet werden. Lenovo setzt weiter auf reine Software-Buttons. Zum Zweiten kommt ein deutlich besseres Kameramodul auf der Rückseite zum Einsatz. Das löst mit 16 Megapixel auf und soll Fotos in einer für Mittelklasse-Geräte beispiellosen Qualität ermöglichen. Ein optischer Bildstabilisator ist nicht integriert, dafür werden Videos mit Hilfe eines Gyroskops digital stabilisiert. Zum feilschnellen Scharfstellen besitzt das Moto G4 außerdem einen Laser-Autofokus. Drittens liefert Motorola gleich ein Ladegerät mit, das Qualcomms Schnellladestandard Quick Charge 2.0 unterstützt. Mit nur 15 Minuten Ladezeit wird der 3000 mAh Akku so weit geladen, dass er 6 Stunden normaler Nutzung ermöglicht. Komplett voll ist er damit in rund 90 Minuten. In allen anderen Disziplinen gleicht das Moto G4 Plus seinem Schwestergerät G4 wie ein Ei dem anderen. Das geht sogar so weit, dass die abnehmbaren Rückschalen untereinander austauschbar sind. Auch beim Plus-Modell haben wir es mit einem 5,5 Zoll in der Diagonale messenden LC-Display zu tun, das in Full HD, also 1920x1080 auflöst und von Gorilla Glass 3 geschützt wird. Aufgrund der gewachsenen Bildschirmgröße ist das Moto G4 Plus auch insgesamt deutlich größer als seine Vorgänger. Im Inneren tickt ein Snapdragon 617 Octa-Core-Chip mit 2 GB RAM, der 16 GB umfassende Speicher kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Auch im Moto G4 Plus gibt es standardmäßig 2 SIM-Karten-Slots, toll für Urlaubsreisen und Leute, die einen separaten Datentarif nutzen möchten. Lenovo bleibt der Moto G-Serie in Sachen Software treu. Abgesehen von der Radio- und Kamera-App und einigen Erweiterungen wie Active Display und den Schüttelgesten zum schnellen Starten der Kamera und der LED als Taschenlampe, ist das Betriebssystem im Sinne Googles Natur belassen. Um Feature-Doppelungen zu vermeiden, ist auch die alte Motorola Galerie-App verschwunden. Stattdessen wird nun Google Fotos verwendet. Für vom Moto G4 in den Bilderdienst hochgeladene Fotos in voller Auflösung erhält man sogar unbegrenzten Speicherplatz für 2 Jahre. Die Kamera und der Fingerabdrucksensor rechtfertigen aus unserer Sicht durchaus den Aufpreis. Ansonsten haben wir es wie beim kleinen Modell mit einem Mittelklassegerät zu tun, das in Sachen Leistung vielleicht keine Bäume ausreißen wird, aber gut genug für einen Großteil der Menschen sein wird, dazu preiswert und robust. Das Moto G4 Plus kommt im Juni 2016 auf den Markt und wird laut UVP 299 Euro kosten. Die optisch stärker anpassbare Moto Maker-Version wird vermutlich etwas teurer werden. Um wie viel und ob es hier eine Version mit mehr Speicher geben wird, ist aktuell noch nicht entschieden.